Zuerst schluckst du morgens diese beiden Dinge. Diese beiden Dinge können Wunder in deinem Leben bewirken. Es ist ein großartiger Reinigungshelfer und dazu beseitigt es zelluläre Entzündungen. Wenn du das umkehrst, wirst du sehen, dass dein Tag ganz leicht 20 Stunden pro Tag andauert, sehr mühelos. Ich bin sehr glücklich, meinen Tag zu beginnen und dieses Frühstück mit dir zu genießen, das sehr, sehr faszinierend aussieht. Beginnst du so deinen Tag? Ja, das Wichtigste, wenn wir Lebensmittel essen, ist, dass wir verstehen müssen, Nahrung ist, was auf einer Ebene unseren Körper aufbaut. Auf einer anderen Ebene ist sie der Hauptbestandteil unseres Treibstoffs, um über den Tag zu kommen. Wenn ich sage Hauptbestandteil des Treibstoffs, es gibt andere Aspekte wie Wasser, Luft, Sonnenlicht. Der gesamte Aspekt des Essens ist also, es ist dahingehend auszugleichen, was mehr in deinem Leben ist. Wenn du bestimmte Arten von Nahrungsmitteln isst, kommen 70% deines Energiebedarfs aus den Nahrungsmitteln, die du isst. Das bedeutet, dass du definitiv 6 bis 8 Stunden pro Tag schlafen wirst. Das bedeutet, dass deine Ausfallzeit 1/3 deines Lebens ist. 1/3 deines Lebens ist vorbei, ohne dass du weißt, was passiert ist. Wenn du also die Essgewohnheiten änderst, und es gibt auch noch andere Aspekte, da ist ein yogischer Aspekt, aber wenn du sie änderst, wenn du so isst, wirst du sehen, dass sich die Menge der Lebensmittel, die du benötigst, erheblich verringern wird. Du musst dich nicht nur auf das beschränken, was hier ist, sondern auch danach, wenn du isst, wird die Essensmenge, die du zu dir nimmst, abnehmen. Und deine Fähigkeit, mehr Energie aus Sonnenlicht, Luft und Wasser zu gewinnen, wird zunehmen. Im Moment kommt wie gesagt, für die meisten Menschen 70% aus der Nahrung. Wenn du das umkehrst, dass 30 bis 40% aus der Nahrung kommen, der Rest von den anderen drei, dann wirst du sehen, dass dein Tag ganz leicht 20 Stunden pro Tag andauern wird, sehr mühelos. Und du wirst mehr leben, das ist, was es bedeutet. Weil jeder daran denkt, mehr Jahre zu leben. Aber ist es nicht wichtig, dass du mehr Stunden pro Tag lebst? Pro Tag. Das ist wahr, absolut. Aber ist das alles oder wird es noch? Ist noch mehr dran an deinem Frühstück? Nun, es wird normalerweise eine weitere Granatapfelfrucht geben. Und wenn ich körperlich sehr aktiv bin, sagen wir, ich spiele eine Runde Golf, denn ich laufe 18 Löcher, ich fahre keine Wagen oder Ähnliches, dann werde ich vielleicht ein paar Kohlenhydrate hinzufügen, vielleicht ein Idli oder ein Chapati oder etwas anderes. Entweder Weizen, Reis oder Hirse, eines dieser Dinge fügen wir hinzu, damit genügend Kohlenhydrate für die körperliche Aktivität vorhanden sind. Aber wenn ich einfach mehr in geistige Aktivitäten involviert bin und körperlich bewege ich mich nicht allzu viel, ich sitze, das ist alles. Und vielleicht werde ich ein Glas mit etwas trinken. Normalerweise haben wir bestimmte sehr flüssige Hirsebrei und solche Sachen, die du wie Kaffee trinken kannst. Ich meine, es ist flüssig. Daher. Ich kann also diese interessanten Dinge ausgelegt sehen, wenn du ihre Bedeutung erklären kannst. Und sehr interessant, diese gelben und grünen Kugeln. Was sind diese? Eines ist eine frisch gemahlene Neemkugel, Neemblattkugel. Der andere ist eine Kurkuma-Kugel. Kurkuma bauen wir hier in der Gegend selbst an, und zwar absolut biologisch in sehr fruchtbaren Böden. Und Neem kommt natürlich von den Bäumen. Diese beiden Dinge können ein Wunder für dein Leben bewirken. Zuerst schluckst du diese beiden Dinge am Morgen. Wartest 10-15 Minuten, damit es sich ausbreitet. Denn diese beiden senken die Entzündungswerte in deiner Magenschleimhaut. Außerdem werden alle überflüssigen Bakterien entfernt, die sich dort befinden könnten. Falls sich dort Parasiten befinden, wird sich um das alles gekümmert, und es wird dir ein gewisses Leuchten verleihen. Frag mich nicht, warum ich nicht leuchte. Das tust du immer. Ich habe also nichts gegessen. Soll ich diesen leeren Magen haben? Ja, ja. Leerer Magen und eine gewisse Menge Wasser. Nicht zu viel Wasser, damit es genug Wasser hat, um sich auszubreiten. Im Moment ist das, was sie aufbewahrt haben, Zimmertemperatur. Aber zu Hause, wenn du es tust, trinkst du lauwarmes Wasser, kein heißes Wasser, nur leicht. Nur einer von jeder, ja? Du kannst alle vier nehmen.
irgendwelche Warnungen, die du mir geben möchtest? Neem ist normalerweise sehr bitter. Nein, nein, du schluckst es wie eine Pille. Das ist ohnehin kein Neem, das ist Kurkuma. Es geht ein bisschen langsam, einfach schlucken. Nicht mit Wasser? Mit Wasser kannst du es schlucken, wie eine Tablette. Okay, jetzt Neem. Leute, ich werde das nehmen. Es ist bitter, Sadhguru. Dann schau, das ist ein Weg, dich an das Leben zu akklimatisieren. Wenn du einmal so etwas Bitteres gegessen hast, was auch immer Menschen dir den ganzen Tag antun, du fühlst, dass es fantastisch ist. Das ist ein guter Trick. Was noch? Ich kann auch sehen, das sind ein paar Trockenfrüchte. Das ist gekeimtes Meti, was sehr wichtig ist, um die Zellreinigung im Körper voranzutreiben. Daher musst du es gut kauen, bis es zu einer richtigen Paste wird in deinem Mund. Und dann schluckst du es. Und das sind eingeweichte Erdnüsse, eingeweicht über 6 bis 8 Stunden. Dieses Einweichen ist also sehr wichtig. Und das ist ein sehr hochwertiges Protein, weil diese sind Erdnüsse aus biologischem Anbau. Schau, die, wie sagt man, die Hybride oder sogar modifizierten sind, die werden so sein, so große Nüsse, sie sind nicht das Richtige zum Essen. Diese sind ursprünglich, so wie sie sind, wie sie sein sollten. Das wird sich also darum kümmern, um dein Protein auch. Und es gibt viele andere Enzyme, die sehr, sehr lebensnotwendig sind. Es gab eine Zeit, in der ich monatelang nur von Erdnüssen und einer Banane gelebt habe. Für den ganzen Tag. Es enthält alle Nährstoffe, die du brauchst. Und das sind natürlich Mandeln. Das ist ein bisschen, das ist für meine internationalen Reisen, weil es sich hierbei nicht um eine lokale Sache handelt. Mandeln sind keine lokale Sache. Sie wachsen, sind aber nicht sehr populär. Das ist wiederum eine Walnuss, die, du kennst ja die Vorteile von den Nüssen. Sie passen zu dir, weißt du? Warum passt das zu mir? Weil es harte Nüsse sind. Das sind gekeimte grüne Kichererbsen, was auch sehr proteinreich ist. Und der grüne Teil davon ist sehr wichtig. Und es ist sehr wichtig, dass die Mandel eingeweicht und geschält ist. Denn diese Art von Nüssen hat ihren eigenen Selbstschutzmechanismus. Sobald man sie in Wasser einweicht, glaubt der Samen, dass er gepflanzt wird. Wir werden ihn enttäuschen, aber er glaubt, dass er gepflanzt wird und dass er aufkeimen und ein großer Baum werden wird und er hat seine eigenen Träume. Wenn du also keimst, was er tut ist, es gibt eine bestimmte krebserregende chemische Substanz im Inneren der Nuss, die an die Oberfläche kommt, direkt unter der Haut, damit Insekten ihn nicht auffressen werden. Würmer und Insekten werden zu dieser Zeit nicht angreifen. Weiche sie deshalb ein, um ihm ein Gefühl zu geben, dass er wachsen wird, und ziehe sie dann ab. Dann wirst du sehen, dass der Krebserreger weg ist. Andernfalls, wenn du eine Mandel isst, nimmst du diesen krebserregenden Bestandteil zu dir, ohne zu wissen, dass du ihn konsumierst. In Ordnung. Oh, das ist aufschlussreich. Darüber wusste ich gar nichts. Nur um. Ich muss jetzt 10 Minuten warten, bevor ich das alles essen kann. Richtig? Nein, nein, du kannst probieren. Ich darf. Okay, das werde ich, während wir sprechen. Ich werde wahrscheinlich mit den Mandeln beginnen. Du isst die Meti nicht, die ist auch bitter. Oh, wirklich? Und es ist sehr gut. Es ist ein großartiger Reinigungshelfer und dazu beseitigt es zelluläre Entzündungen, sehr wichtig. Gibt es Lebensmittel, die man vermeiden sollte? Alu Paratha, Chola Bhatura. Was ist das? Sabudana. Butterhähnchen. Ich danke dir. Ich danke dir vielmals.